Hallo! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Kratzer von DVDs entfernen könnt. Das gleiche könnt ihr auch auf CDs anwenden. Ihr benötigt lediglich Geschirrspülmittel, ganz normales. Am besten nehmt ihr ein pH-neutrales, also etwas milderes. Und jetzt nehmt ihr einfach eure CD auf die Rückseite, wo sie gelesen wird, und nehmt ein bisschen Spülmittel. Macht hier ein bisschen Spülmittel drauf und verreibt das jetzt einfach mit dem Finger komplett über der DVD. Das Spülmittel ist dafür da, dass es in die Kratzer reingeht und diese ausfüllt, und somit können die dann auch wieder besser gelesen werden. Die Kratzer verschwinden optisch natürlich nicht, aber sie stören nicht mehr beim Lesen. Und wenn ihr das Ganze jetzt relativ gleichmäßig auf eure DVD- oder CD-Oberfläche eingerieben habt, dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt kommt der Pfiff. Ihr legt das Ganze jetzt für circa 15 Minuten ins Tiefkühlfach. Das heißt, ihr friert die CD mit dem Spülmittel ein. Wenn ihr eure Disc dann aus dem Gefrierfach holt, sieht das ungefähr so aus. Am Anfang sind da noch leichte weiße Schleier drüber, die verschwinden aber in Sekundenschnelle. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr eure CD so an der Luft trocknen lasst und nicht mit irgendeinem Tuch drüber wischt. Und wenn das Ganze dann getrocknet ist, beziehungsweise halt auch aufgetaut ist, dann könnt ihr die CD ganz normal in eurem Player benutzen und sie sollte nicht mehr spinnen, sondern ganz gut gelesen werden.